Der Florida Turnpike, ursprünglich Sunshine State Parkway genannt, ist eine etwa 430 Kilometer lange, gebührenpflichtige Autobahn im US-Bundesstaat Florida. Sie verläuft in Nord-Süd-Richtung durch 11 Counties, im westlichen parallel zur Interstate 95, wobei sich beide Autobahnen auf ca. 30 Kilometer eine gemeinsame Trasse teilen. Betreiber ist Floridas Turnpike Enterprise, die auch andere private Autobahnen in Florida betreiben. Die meisten davon fungieren als Zubringer zur Turnpike Mainline. Ich persönlich nutze, wenn es eilig ist, den Highway 95 und der ist auch gebührenfrei und auch kaum überlastet. Wenn ich viel Zeit habe, fahre ich natürlich die Bypassstraßen, also die normalen, breiten, großen Straßen von Ort zu Ort. Man hat grüne Welle in Fort Lauderdale und die passt sich eigentlich dem Verkehr sehr gut an und ist elektronisch super ausgelastet. Auf den Straßen von Florida zu fahren macht mir unheimlich Spaß. Es sind eine der besten Straßen von Amerika. Vielerorts wie hier in West Palm Beach säumen Palmenalleen die Straßen und es macht wahnsinnig Spaß, hier durchzufahren. Es wird auch in Zukunft nichts abgerodet, sondern die seitlichen Anordnungen der Palmen bleiben erhalten. Turn right, then at the end of the road, turn right. Autofahren in Florida macht Spaß, denn die Natur fährt mit. Man fühlt sich einfach wohl in diesem botanischen Garten, der trotz der breiten Straßen hier nichts an seinen Reizen verloren hat. Und angekommen bin ich auch, wenn auch nur mit 65 Meilen in der Stunde.